Die Unwetter und Überflutungen an der Westküste in der USA, in Kalifornien explizit, hatte Jesus Manuela, Prophetin für diese Zeit, und mir am 25.12.22, also Weihnachten letzten Jahres, vorausgesagt. Hier, Überflutungen, Westküste, USA, Kalifornien. Ich schreibe immer alles in mein Tagebuch. Und es war eine weitere Zeugin dabei, die auch bereit ist, das zu bestätigen. A powerful winter storm system moved across California and sent trees crashing into homes, cars and power lines, knocking out electricity for tens of thousands of people. Das hat Gott uns vorausgesagt an Weihnachten. A storm, one of several that is expected to pound the west coast this month, poured water into swollen rivers, dumped fresh snow on the Sierra Nevada, and churned up dangerous surf along the coast. Most of this is now making its way to the south. LA County, Orange County, Riverside, San Bernardino are going to see the brunt of it overnight. Emergency for California from Mexico, but unfortunately, Mother Nature is not yet done with the Golden State. Another severe storm is approaching, and much of the state is already under a flood watch as it braces for another round of devastating conditions. News Nation correspondent Nancy Liu has more on that. Ausgerechnet in diesem Moment sind Megan und die Kinder auf sich alleine gestellt und Harry tausende Kilometer weit weg. Montecito, Kalifornien. Das hat Jesus uns vorausgesagt. Fluten die Stadt. Seit Ende der Ariana Grande, Oprah Winfrey und US-Talkmasterin Ellen DeGeneres bangen um ihr Zuhause. DeGeneres postet am Abend bedrohliche Aufnahmen. Wir haben den Drachen und böse Seelen abgebaut und auch noch mehr gesehen, auch im Hinblick auf Trump. Und dann sagte Jesus, film bitte, wo deshalb Unwetter kommen. Und als zweites ein sehr heftiges Feuer in Australien. Da haben wir gesehen, dass der Feuerdrachen dort rumfliegt, groß. Und dieses sehr heftige Feuer ist auch genauso eingetreten. Und zwar außerhalb der eigentlichen Waldbrandsaison. Today a specialist strike team was sent from the southeast. But with an easterly wind change forecast for tonight, residents are urged to prepare to evacuate. As another grass fire broke out in Mundulan this afternoon. A reminder, we aren't yet out of the bushfire season. Jordan Biss. Also, das ist ein Buschfeuer, ein heftiges Feuer, ein fieres Feuer, was noch nicht einmal in die Buschfeuersaison in Australien fällt. Die hat noch nicht einmal begonnen. Und das hat Jesus uns vorausgesagt. Also über so bekloppte Äußerungen, ja, kann man einfach nur lachen und das nicht, die sind nicht ernst zu nehmen. Wenn Jesus uns gesagt hat, bevor Corona kam, ich lege jetzt alles lahm und die Ereignisse werden sich bald überschlagen und uns auch dann die Seuche vorhersagt, Corona, die als Pandemie, und die trifft dann ein. Also, was will man dann noch erwarten, wenn wir trommeln und rühren und nichts passiert in seine Richtung? Er wird weiter ignoriert durch, also wir werden ignoriert mit ihm, mit allen seinen Voraussagen, die sich erfüllt haben und auch warum. Und dass die große Mutter da ist und helfen kann bei allem. Wo soll das denn hinführen? Nur sie und Jesus sind die Lösung. Und die Politiker müssen zu uns kommen. Jesus hat sehr davor gewarnt, Waffen an die Ukraine zu liefern. Thunderstorms and fires and die Leute sollen verstehen,
Wir kriegen das vorhergesagt. Wir nehmen das mit in unser Bett. The people must understand we get predicted this. And we are concerned about this. And we see the dead. We see the dead one, the dead people who are dying and before it happens. And we only want to help. Yes. We can help, and we would like to help. And the scriptures. And there are so many scriptures and prophecies about the woman who comes and has the task to help, to dangerous. Because there is a dangerous time, and in the end times, and before the new golden age comes, and for this time she is there to help us. This is very important. And this is very important. It's a great threat for the whole world. And here is Manuela. She is the woman who has come to earth to help us, to help the people. She has a great heart. Ja, aber ich brauche das, ich kann das doch gar nicht mehr allein. This please in English and also in French. Mm. Here in Revelation 16. This is very, very important, said Jesus to me. Really, it's about the plagues, who pledges, who come to earth. And it says, the apocalypse, there is a great heat and the people are suffering from it, but they become angry to God. And that's the mistake, that's a great mistake. This time is now. This time is now. This time is really now. Yes. And the way is to turn to God, to love him, because he wants to help. There are too many people who are angry about God. And that's they not... They don't want God, and they think, oh no, we don't have a God. It's only the nature. And it's only climate change, yes, but climate change is the aura of the earth, and she doesn't want to have the dragon anymore, also not in the aura of the people. It's dangerous for the people, you know. Yes, and the aura from many people, really many, many people, no? Is when we look to the earth, we see always black. Black. Mm, and not black. Only me. I am only. We are not alone who see that this. It's important and it's really dangerous. Yes, and we are able with Manuela and Jesus to clean, to make, to see it and to clean the aura of masses of people so that there mustn't be severe storms and so on anymore. I learned it from my teacher. Very I learned it from my good. Master Jesus. Yes. He gave us the school. And it's enormous was what we experienced by him. Yes. Jesus wollte gerne, dass du kommst, weil so viel los ist. Habe ich auch im Film schon gesagt, dass ich jetzt gar keine Zeit mehr habe zu helfen. Und Jesus will auch nicht, dass ich so viel helfe. Er will, dass die kommen. Jetzt sehe ich den Drachen wieder überall und wie der am Verführen ist und die Bäume kahl frisst. Also so, und dann brennt es halt. Ihr Lieben, in der Bibel ist die Frau von Jesus unter dem Namen Weisheit versteckt. So wie Jesus als Gott auf die Erde kam, so ist sie die weibliche Seite Gottes, die weibliche Seite von ihm.
Und daher ist von zwei Zeugen die Rede und daher heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm, in der Bibel am Ende. Und sie ist auch die Einzige, die die Machtbefugnisse hat, von Gott Herrschaft über die Elemente auszuüben. Aber mit Gott, so wie Gott es will, halt. Also die Einzige, die Macht über das Wetter hat. Wir, die sie ausgesucht hat, hat hey, Beginn dieses Jahres nochmal darauf hingewiesen, auf einige Stellen, wo sie in der Bibel als Weisheit auftaucht. Und diese Weisheit brauchen wir, braucht unsere Welt, weil sie erleuchtet ist und die Weisheit aus Gott bezieht, von Gott holt. Das müssen die Menschen ernst nehmen, bitte. Das ist hier kein Kinderspielplatz. Das nee, muss ernst genommen werden. Apokalypse und da steht auch drin, also wie man sich wo soll das denn hinführen? Wo soll denn hier mal? Das ist ja ohne Punkt und Komma inzwischen schon. Ich krieg das alles. Jesus hat doch gesagt, die Ereignisse werden sich überschlagen und Menschen, die müssen kommen zu uns, sagt Jesus, die kommen nicht mehr weiter. Ich kann das auch nicht alleine. Ich brauche wirklich alle Leute, die ich ausgebildet habe. Das kann ich nicht alleine. Das ist zu groß. Liebe Leute und liebe Politiker, die Lösung ist da. Man muss sie nur wollen und nutzen und sie haben wollen, auf uns zukommen. Denn es wird nicht besser. Es kann nicht besser werden ohne Gott durch uns. Es ist leider so, es hat Jesus immer gesagt. Der Drache ist ein Vernichter und ein Kriegstreiber und die Weisheit nur hilft dabei, das zu beenden. Und die hat gesagt, keine Waffen liefern, denn Putin ist unberechenbar und der hat so viele Ressourcen. Und ich möchte hier mal ganz klar sagen, dass jedes Mal, wenn Manuela daran gearbeitet hat, mit ihren Schülern zusammen, es immer besser wurde und Richtung Deeskalation ging. Ich rate daher, lasst euch nicht so involvieren und manipulieren durch die Bilder, die gesendet werden durch die Medien. Schaut euch lieber Sarah Wagenknechts Aussagen dazu an. Also die spricht uns oft aus der Seele. Und für umfassendere Zusammenhänge ladet mich gerne ein. Ich erkläre das gerne vor Ort persönlich, weil so viel, wie wir wissen, kann man nicht in einem Film packen. Ihr Lieben, die Geschichte mit der Seuche ist noch nicht durch für Jesus. Und dass jetzt alles weiterläuft, als wäre nichts geschehen, geht für Gott gar nicht. Also wo soll das hinführen?